Da komm ich doch hin, oder? Oh. Einfach so. Ich brauche die Muni nur nicht. Aber hier kommen wir. Ach so. Ah, das ist ja nur Lokomülllager. Ich bin von der falschen Seite aus hier rangeladen jetzt. Schön. Tja. Warum auch nicht? Warum nicht auch mal so? Aber von unten käme ich dann ja auch nicht wieder hoch. Vielleicht war es doch nicht so falsch. Guten Tag. Komme ich da rein? Nö. Natürlich nicht. Welche Plattform hat sich hier gerade mal bewegt gehabt? Was war das? Hier käme ich jetzt rüber, genau. War das hier der Fahrstuhl? War das der Fahrstuhl? Hä? Hier komme ich ja nicht rüber, ne? Das heißt, ich muss ja hier irgendwie stehen bleiben. Achso. Das ist ein bisschen witzlos. Wo bin ich eigentlich genau? Ich bin oben, oder? Ah, so viel dazu. Okay, so viel dazu. Alles klar. Da muss man jetzt so langsam ein bisschen kombinieren. Die Rätsel sind halt nicht wirklich schwer, aber es kommt zumindest noch ein paar Sachen. Oder es gibt zumindest ein paar Sachen, wo man nicht komplett sofort alles offensichtlich sieht. Was? Ah, nee, ne? Oh. Na. Das. Oh, ich habe ein bisschen sehr viel Schaden genommen. Hehe. Okay. Das sieht aber auch nicht mehr, lange nicht mehr schön aus hier. Aber futtern jetzt den ganzen Planeten auf. Ich glaube, der verdaut sich so ein bisschen schlecht. Aha, okay, jetzt bin ich hier wieder zurück. Okay, und das ist. Wir müssen jetzt in den Mülleimer hier. Oder was? Oder wo oder wie? Ich bin doch kein Müll. Okay. Na toll. Zum Treffen muss ich noch mal ein bisschen üben. Ah, ja. Es geht so schnell. Da ist nichts. Wir können das nochmal umdrehen hier. Ist hier noch was? Warte mal. Nee, schade. Sehr gut. Ist sehr gut. Ich habe den Raketenwerfer so wenig benutzt bisher. Aber hier merkt man wieder, hier ist wieder organischer Kram. Hier sind wir quasi wirklich wieder in der Müllabteilung. Oder in der zumindest. Hier unten wird alles verbrannt. Okay. Muss immer nach unten hier, ne? Vermute. Au, alles da, alles da. Alles klar, Lärchen hier. Halt! Nee. Mal ganz ruhig bleiben hier. Mal schön den Ball flach halten. Das Feuer fällt auch nicht raus nach unten. Ist schön. Ah, nehmen wir die andere hier. Teleportstation. Okay. Hat sich das farblich gerade verändert hier? Oh. Nicht nur farblich. Okay. Das ist ein ganzer Raum zum Teleportieren hier. Man hätte auch einfach ein Portal nehmen können. Ja. Genau so sieht es aus. Genau das. Ah, okay. Ja. Ich erinnere mich auch hier wieder dran. Ich weiß, es ist total interessant für euch, wenn ich mich erinnere. Deswegen erwähne ich das immer besonders gerne. Oh, ich erinnere mich. Ja, sehr gut, Mann. Oh. Bin gespannt, ob ich getroffen habe. Hallo. Aua. Damit kann man die doch treffen. Okay. Ich dachte, die weichen vorher aus. Anscheinend nicht genug. Dass sie danach noch explodieren. Ist voll fies.
jetzt ganz schön groß hier wieder. Ach gut, da komme ich. Warte mal, ich glaube, da kann ich von hier aus. Na, okay, ich kann darüber laufen. Ich dachte gerade, ich könnte springen. Aber wir kommen auf so utopische Gedanken. Aber ich kann hier den Weg anstellen. Das Heilung. Kann ich die mitnehmen in der in dem Format hier? Nein. Ich kann aber auch nicht wegfliegen. Okay, also muss ich. Ja, okay, der Weg verläuft hier oben lang. Ja, alles klar. Oh, hehe. Ich habe nicht gedacht, dass ich den Raketenwerfer noch in der Hand habe. Naja, hat der auch funktioniert. Stand hier weit genug noch weg, die Kerle. Da spawnt gleich sowas von einer hin. Ah, oder da. Beide Leben und Muni ist. Ich brauche aber, ne, Leben vielleicht. Naja, komm. Machen wir das. Daran springen geht nicht, ne? Nops. Trotzdem sanfte Landung. Ah, hi. Tschüss. Was soll man das für ein Strahl ist hier? What? Wo ist er? Hallo? Hä? Hä? Wo ist er hin? Hat er sich gerade selbst beseitigt oder was? Ha, das ist schlecht. Au. Huch. Bin ich einen Schritt zur Seite gelatscht. Deswegen Augen auf dahin, wo man hintritt. Das könnte helfen vielleicht so ein bisschen. Das werde ich sehr überzeugen gerade. Ja, sehr gut. Oh, ein volles Leben. Na doch, sehr voll, ja. Hi. Hi. Ja, ja, sehr gut. Okay, das ist, nicht unbedingt meine Lieblingswaffe hier. Die grüne Spritzpistole hier. Kann im Nahkampf halt sehr praktisch sein, weil die sehr viel Schaden macht, aber das Werfen von den Dingern hier? Nee. Der werfe ich lieber mit Granaten und anderen Kram. Aua! Entstehen da Sachen oder werden die da zerstört? Da muss man so ein Tor, wo man da wahrscheinlich rein muss, ja wahrscheinlich. So, du Vogel, ne? Was geht? Beziehungsweise, was fliegt? What? Sofort angeschossen oder was? Wer hat mich denn angeschossen hier? Was? Ach, da oben, achso. Oh. Angenehm ruhig. Diese Stille. Nur die kleinen Schubdüsen hier. Ah. Guten Tag. Tod. Na komm, stirb. Sehr gut, ich gehe ja schon. Okay, Bloms. Noch jemand hier? Ich mag die Planeten hier. Ich finde es immer noch super. Au. Oh. Ich glaube, ich unterschätze die Entfernung hier. Ich brauche irgendwas, was sofort trifft. Oder so, es geht natürlich auch. Können aber nicht rauffliegen und nicht drauf schießen. Nee, ne? Deswegen. Halt! Hey, ist denn jemand? Ja. Da war jemand. Das ist wieder so riesig hier zum Langlatschen. Da können wir aber rauflaufen gleich. Durch den Schild hier. Na, wobei können wir den ausschalten? Ich glaube, wir können da so nicht normal durch, aber wir haben ja unsere Geistfigur hier. Okay. Okay. Das ist cool. Hoi. Hoi. Das ist super. Was auch immer. Ach so. Warte mal. Sind das dann Planeten? Versuchen die denn hier irgendwie neue Planeten zu schaffen? Oder was ist das? Auf dem man dann vielleicht neue Leute züchten könnte? Oder was ist das? Das wäre zumindest crazy. Und interessant. Habe ich noch gar nicht drüber vorher nachgedacht. Huh.
Wäre interessant. Wäre ein ganz schöner Aufwand, ne? Aber das Ding ist halt noch ziemlich winzig hier. Wo würden die ganze Materie herbekommen? Ich vermute aber mal, dass es nicht sowas sein wird, sondern dass es halt eher so eine Art, ja, Stützpunkt, Außenposten ist, irgendwas in dem Bereich. Ich weiß noch nicht genau, was es hier genau bringen soll. Wir haben keine direkten Hinweise, wo es denn lang gehen könnte. Das heißt, ich kann jetzt zwar rumrennen, aber what habe ich davon? Können wir nochmal mit dem Flieger vielleicht? Naja, wobei, kann ich mir einen Flieger holen? Doch, ich kann mir einen Flieger holen, klar. Aber ich glaube, ich kann dann hier nicht wieder runterlaufen. Ja. So viel dazu. Wir haben vorhin aber auch gesehen, dass so ziemlich da dann die Schwerkraft plötzlich sehr spontan umgekippt ist. Müssen wir tatsächlich mal nicht den vorgefertigten Weg gehen hier. Ich glaube, genau hier bin ich schon mal lang. Das heißt, schauen wir mal, wo es denn hier lang geht. Hat ja auch mal was, ne? Dass man nicht immer alles hier, dass man immer nicht dauerhaft extrem an die Hand genommen wird. Wo denn irgendwas ist und wo nicht. Oder ich kann das nochmal anmachen hier. Nein. Hier dran direkt kann ich aber auch nichts machen, ne? Nops. Sehr gut, ich kann das. Okay, dann, achso. Ja, es war zu einfach. Es war zu einfach. Man konnte sogar schon sehen aus der Entfernung, dass hier dieses Pnöbelchen ist. Ja. Habe ich vergeigt. So. was ist das hier? Achso. Ah, kann man das da hinten dann anmachen? Jop. Sehr gut. Und wieder wegfliegen hier. Ja, also. Wo ist es denn hin? Da. Das Gewehr ist schon gut. Immer noch. Okay, die schieße ich von hier aus ab. Das ist kosteneffizienter. Bringt auch so ein bisschen mehr. Wenn ich hier treffe. Ah, wunderbar. Wo ist der zweite? Wo ist die zweite hin vielleicht? Waren es beide? Dann werde ich nochmal kurz die Karre hier nochmal wieder erneuern. Und dann runter hier mit uns. Achso, ist hier oben noch irgendwas? Kann man da landen? Nee, da liegt Muni rum, aber man kann nicht landen. Tja. Schwerkraft. Das heißt immer noch Schwerkraft, ne? Das Kapitel, glaube ich. Zu Recht, würde ich sagen. Damit geht es dann auch noch weiter. Sehr gut, sehr gut. Kleinen Moment. Abfuhr kann ich. So. Und zwar wird es jetzt nochmal ein bisschen lustiger. Nicht nur ein Planet, sondern zwei. Hey. Damals sehr cool gefunden, heute immer noch cool gefunden. Oder immer noch cool. Dass man so ein bisschen rätselhaft unterwegs ist. Quasi nicht einfach nur, ey, ein Planet, eine Schwerkraft, sondern das Ganze einfach mal kombiniert. Einfach mal beides. Die Frage ist nur, wo kann ich denn mal landen? Natürlich da. Ich muss ja immer von oben raus drauf sein hier. Zack. Natürlich erstmal Gegner, natürlich, natürlich. Hi. Okay, das war nicht so gewollt, aber naja. Das Gemeine ist, theoretisch könnte man hier von darüber springen, würde man weit genug springen können. Aber es geht natürlich nicht. Trotzdem müssen wir auf den anderen drauf. Ich glaube, das ist eher tödlich. Ja. Schön, dass wir das mit unserem Geist testen können. Dass der quasi einmal wegzuschmeißen ist. Aha, aha. Und zwar, das andere ist fast zu steil, aber das jetzt genau nicht. Einfach mal von Planet zu Planet wandern. Hier sieht man dann auch, wie man immer noch, wenn man hier langläuft, dass der Körper immer noch auf den einen Planeten zeigt. Ich bewege die Maus gerade gar nicht. Und dann
zack, sind wir plötzlich auf dem anderen Planeten. Hey! Trotzdem sehr cool gemacht. So, und tschüss. Die fliegen so lustig hier. Ich finde das super. Und es klingt zum Glück nicht dramatisch und bedrohlich gerade. Wir müssen aber wieder zurück. Das ist ein bisschen das Problem dabei. Ja, das war nicht unbedingt die beste Entscheidung. Das vielleicht schon. Hallo! Plump. Kann er mal sehen, was er davon hat. So. Und jetzt mal nicht verlaufen kurz. Das gleiche Prinzip geht zur anderen Seite genauso. Haben wir auch gesehen, dass hier noch so ein zweites Rohr ist. Das heißt, ich verfolge das mal kurz. Na, wo ist das? Da. Ich sollte hier aber sonst alles mitgenommen haben, glaube ich, ne? Das ging. Das war okay. Ja, auch hier wieder. Ich lasse die Maus gerade komplett los. Zeigt auf die eine Kugel. Und jetzt ist es umgedreht. Und ich bin tot. Ich hätte mal auf den schießen können, aber ich wollte zeigen, wie das ist, wenn ich die Maus nicht in der Hand habe. In erster Linie stirbt man dann. Deswegen habe ich immer eine Maus dabei. Damit ich im Alltag nicht sterbe. Gut, ich fliege dann im Alltag auch nicht als Geist durch die Gegend und schieße mit irgendwelchen Geisterfällen, mal so gesehen. Warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, muss ich nochmal überlegen. Okay, wir haben hier alles. Wir haben hier alles. Nach oben war das, ne? Müsste. Ja. Ich finde das cool. Ich finde das eine schöne Sache hier. Ich finde das auf jeden Fall eine super Idee, was hier eingebaut wurde. Und gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, die wechseln sich immer ab an dem. Genau, da kommt das Pumpe raus. Dann, wenn es nachlässt, kommen wir da rein. Ey, genau jetzt. Ey. Ja. Ist das richtig? Ja. Aha. Ah. Das haben wir ja schon mal gesehen. Als kleines Modellchen. Nennen wir es mal ein Modell. Aber wir schießen hier schon wieder. Achso, die Dinger schießen auf mich, okay. Das haben wir schon mal gesehen. Als das Weißmodell war das. Und wie kann es anders sein? Man muss alles kaputt machen. Wie sollte es anders sein? Wir sind immer dafür da, um alles kaputt zu machen. Bei solchen Spielen schon. Hier geht es nicht um Kompromisse, hier geht es um Zerstörung. Verhandeln können wir zu Hause, aber nicht hier. Nochmal alles zerstören hier? Ich glaube, ich vermute. Oder? Er schießt auf jeden Fall noch auf mich. Das ist tendenziell schlecht. Ah. Ah, die Ringe. Okay, okay. Alles klar. Haha. Ist ja gut. Au. 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 Hehe. Das ist nicht so episch. Wahrscheinlich verpasst mir das gleich da oben. Wenn wir nicht im Raumschiff respawnen werden. Ey, wenn wir das jetzt verpassen da. Dann gibt's auch mal ein bisschen Haue. Ja, ist ja gut. Au, ich brauche Energie. Ah. Interessant. You are actually becoming troublesome. Good. Aber wir sind jetzt in der. Sind wir in der Mitte hier oder was ist das? Ich glaube noch nicht ganz. Ah, ist schon ein riesiger Raum hier. Tja, ist kaputt. Aber schön, dass hier eine Plattform drin ist. Boah, diese Texturen. Der Wahnsinn. Gut, normalerweise sieht man die auch nicht von so dicht dran, sondern ab ungefähr. Hier wird's okay. Natürlich müssen wir oben reinfliegen, wo wir was kaputt gemacht haben. Das war nur ein bisschen im Weg. Wir wollten gar nichts kaputt machen. Es war nur ein bisschen im Weg.
was auch immer das so ganz genau war und wie auch immer das genau ganz technisch funktioniert hat. Ich habe keinen besseren Schimmer. Au. Aua. Warum hier so eine Landplattform ist, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich so ein Wartungsschub-Dingsbums. I must be getting close. In dem Stil haben wir das auch noch nicht so oft gesehen, oder? Vermute ich mal. Dieses Tentakel-Dingens. Okay. Wir kommen näher. Ich bin mir gerade nicht sicher, inwiefern das stimmt. Lösungen. Das klingt schon mal sehr gelöst. Lösung klingt schon mal gut. Ich bin mir aber nicht sicher, inwiefern das hier Richtung Ende zugeht. Aber es gibt in den, spontan nicht mehr viele, an das ich mich erinnern würde. Von daher, das kann sehr gut sein, dass es hier bald zum Ende geht. Das kann sehr gut sein. Das kann sehr, sehr gut sein. Ah! Wait. How did you march toward destruction? Fuck your threats! Do you really think you could have come this far on your own? I see the potential within you. That is why I have let you live. That is why I've been helping you. I said fuck off, Keeper! Keeper? How little you understand. Your female is safe with me. A glorious future awaits you both. Das ist nicht der Keeper. Und ich weiß nicht, was sie mit uns, was sie mit uns vorhat hier. Ob wir einen neuen Planeten bevölkern sollen. Das wäre alleine ein bisschen viel Aufwand, aber weiß ich nicht. Wir haben gerade gesehen, dass es ein bisschen wackelt hier. Aber ich glaube, es nähert sich hier. Ja. Es wird nochmal interessant. Ja. würde ich gerne lang. Das sieht ganz nett aus, ja. Ah, das ist auch nett. Ich finde das super. Nochmal schön Muni. Ich glaube doch, das geht hier Richtung... Wobei... ich weiß es nicht. Ich meine, so ewig lang wird das Spiel nicht mehr sein. Au. Oh. Nochmal eine Ansicht. As you can see, human, you have come far. But the prize you seek is still beyond your grasp. You will submit to me, and I will take you to her. I don't want anything from you. I'll find her myself. Very well. Ah, wir sind noch gar nicht so viel weiter. Das war doch vorher fast genau das gleiche hier. Dass wir hier unten sind. Ich hätte gedacht, dass wir viel höher sind. Aber, ich meine, unser Faddy, unser Vater, Inisi, er hat ja gesagt, dass wir sehr bald hier noch das alles wissen und brauchen wollen. Und, also ganz am Anfang. Und, ich befürchte mal, dass der genau wusste, dass hier die Aliens sind und hier auch entsprechend die irgendwann vorbeikommen werden. Er hat ja gesagt, dass wir das sehr bald brauchen oder dass wir sehr bald nochmal drüber nachdenken sollten, was eigentlich diese Indianerstämme und sowas für uns bedeuten. Ah, okay, hier sind wir. Ja. Ich werde aber an der Stelle hier eine kleine Aufnahmepause machen. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann hier bei Prey. Wenn wir da hier uns nochmal durch dieses Rätsel durchschlagen hier. Hier geht es darum, den Weg zu finden. Mal wieder. Wie immer. Bis zum nächsten Mal hier. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Adieu.